Willkommen bei Motorradtest.de zum Vergleich der Husqvarna Norden 901 mit der KTM 890 Adventure. Zwei Reise-Enduros der gehobenen Mittelklasse sind natürlich Schwestermodelle. Husqvarna ist ja eine Tochter von KTM und alles, was ihr wissen müsst zu diesen beiden Modellen, erfahrt ihr in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Vergleich und schon geht es los. So, wir schauen auf die Abmessung und die Sitzergonomie. Beide Maschinen sind in etwa gleich groß. Die KTM hat eine verstellbare Sitzbank, entweder 830 oder 850 mm beträgt hier die Sitzhöhe. Der Radstand liegt bei der KTM bei 1,52 Meter und die Maschine ist 2,23 Meter lang und wiegt vollgetankt 220 Kilo. Die Husqvarna hat eine Sitzbank, die man von 854 auf 874 mm einstellen kann, also ein bisschen höher. Radstand hier 1,51 und Gewicht 220 Kilo. Also wie gesagt, die beiden Maschinen geben sich da nicht wirklich viel. Die Husqvarna ist ein bisschen höher, kann man sagen, auch der Soziusbetrieb. Beide Maschinen haben schöne Haltegriffe, die man auch sofort findet. Man hat auch ausreichend Platz. Ja, das sind halt ausgewachsene Reise-Enduros. Also mit denen kann man auch zu zweit wirklich mit Gepäck und Beifahrer lange Touren machen, ohne dass der Rücken irgendwann zwickt. So, dann schauen wir uns mal die Cockpits, die Bedienung und die technische Ausstattung ein bisschen genauer an. Hier kann man schon anhand der Schalter tatsächlich erkennen, dass die beiden Maschinen von KTM kommen. Exakt die gleiche Schalter bei beiden Maschinen, sowohl links als auch rechts. Bei der KTM ist allerdings der Tempomat nicht in Serie vorhanden. Der Schalter, der ist immer am Bike dran, aber die Funktion für den Tempomaten hier rechts zu sehen, die muss man sich aufpreispflichtig freischalten lassen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen albern. Also wenn da schon so ein Schalter ist, dann würde ich auch erwarten, dass die Funktion vorhanden ist. Aber gut, ist halt aufpreispflichtig. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr das dazu holen wollt. Ja, die Displays unterscheiden sich bei beiden Maschinen im Gegensatz zu den Schaltern. Hier links seht ihr schon das TFT-Farbdisplay der Husqvarna. 5 Zoll TFT, wie gesagt, bei der KTM, das kommt gleich rechts ins Bild, haben wir auch ein 5 Zoll TFT-Display. Beide Maschinen haben 3 Fahrmodi in Serie an Bord. Bei beiden Maschinen kann man sich auch noch so einen zusätzlichen Offroad-Modus dazu buchen. Der heißt dann bei der Norden 901 Explorer. Da hat man dann noch mehr Einstellmöglichkeiten, individuelle Möglichkeiten, das Bike zu konfigurieren. Hier links kann man es auch ganz gut sehen bei der Husqvarna Norden gerade. Beide Maschinen haben Kurven-ABS und ja, es gibt bei beiden Maschinen eine Traktionskontrolle. Bei der Norden ist die sogar schräglagenabhängig. Also da haben wir einen Schräglagensensor, der die Traktionskontrolle automatisch einstellt. Und ja, also insofern, die beiden Maschinen haben auch hier bei der KTM kann man sehen, einen 12-Volt-Anschluss. USB-Anschluss gibt es nicht. Ist aber halb so schlimm, gibt es ja Adapter dafür. Und insofern, ja, würde ich mal sagen, die Norden ist hier ausstattungstechnisch ein bisschen besser. Kommt sie daher, sie hat nämlich zum Beispiel auch einen Quickshifter in Serie dabei. Den muss man bei der KTM dazu buchen. Und außerdem ist der Tempomat bei der Norden auch schon in Serie dabei. Und ja, das lässt doch den unterschiedlichen Kaufpreis, da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen, bei der Norden, die ist halt ein bisschen teurer, in einem anderen Licht dastehen. Ja, schauen wir auch nochmal kurz auf die Lichtanlage der beiden Maschinen. Beide kommen mit komplett LED, sowohl was die Scheinwerfer angeht, als auch die Blinkerei. Bei der Norden, kleiner Pluspunkt vielleicht, sind die Nebelleuchten vorne hier in Serie dabei. Die kann man sich bei der KTM noch zusätzlich kaufen. Ja, auch von hinten, finde ich, sehen beide Maschinen sehr gefährlich aus. Was die Optik angeht, ist natürlich Geschmackssache. Mir persönlich gefällt die Norden ein bisschen besser, aber wie gesagt, von der Technik her, beide komplett in LED fahren sie vor. Sehr schön. So, dann schauen wir mal bei beiden Maschinen auf die Motoren und das fällt hier ganz leicht bei diesem Vergleich. Sie sind nämlich identisch. Beide Maschinen haben den gleichen 889 Kubikzentimeter großen Reihentwin, also Zweizylinder flüssigkeitsgekühlt, leisten beide 105 PS und 100 Newtonmeter bei 6.500 Umdrehungen. Unterschiede gibt es beim Tank. Die KTM hat einen 20 Liter Tank, 1 Liter mehr als die Husqvarna und kommt 440 Kilometer weit damit. Und ja, die Husqvarna dann dementsprechend ein 19 Liter Tank. Hier sieht man den Tank bei beiden Maschinen so nach unten gezogen, damit der Schwerpunkt der Maschine schön tief liegt. Das ist bei der Norden, finde ich, optisch ein bisschen besser kaschiert. Hier sieht man nochmal die technischen Werte. Tank 19 Liter
Reichweite 400 km. Beide Maschinen haben ein Sechsganggetriebe, natürlich eine Anti-Hopping-Kupplung und einen Kettenantrieb. Ja, Start zur Beschleunigung von 0 auf 100 mit der Husqvarna Norden 901. Es geht los. Ach, es war ein bisschen suboptimal, Leute. Der Bock ist gestiegen. Ich mache das nochmal kurz. So. Nochmal. Das Ganze. Nicht schlecht. So Leute, Durchzug von 60 auf 100 im fünften Gang. Ja, schlecht. So, Beschleunigung 0 auf 100 auf der KTM Adventure 890. Ich habe noch mal ganz bewusst hier den Fahrmodus rausgesucht. Ich hoffe, man kann das sehen. Da seht ihr, Street, Rain und Offroad hat diese Maschine hier. Street ist natürlich das, was ich jetzt brauche, mit der meisten Power. Und da würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie lange ich brauche von 0 auf 100. 3, 2, 1. Oh. Ah, die geht vorne hoch. Das ist ein bisschen... Ja. Also ich habe im ersten jetzt nicht alles gegeben, ja, weil sie dann halt hochgegangen wäre sonst. Und habe mich auch so ein bisschen nach vorne beugen müssen. Also ich weiß jetzt nicht, was das war. Auf jeden Fall ist auch vollkommen wurscht, Leute. Glaubt mir, die ist schnell genug. Ja, auch wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ja, hier, die 1290er hat aber 160 PS. Vergesst es. Also das ist einfach mehr als genug, was die 890 Adventure hier auf die Welle wuchtet. Mehr geht sowieso nicht, weil der sonst nämlich kapeister geht. Also insofern war das doch schon mal ganz beeindruckend. So, 60 auf 100 im fünften Gang. Wir testen den Durchzug. 3, 2, 1, auf geht's. Jawohl. Boah, Alter. Auch nicht schlecht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da hat sie dann doch deutlich mehr Krawall als die 97er, da muss ich echt sagen. Aber hat sie glaube ich auch so, ne? Oder was war das, 100 Newtonmeter statt 80 oder irgendwie sowas? Also das merkt man dann schon. Also die hat echt Wumms. Ein Dreck hier. Maschinen. Ja, ist aber auch die richtige Maschine dafür. Gut, durch den Dreck sind wir jetzt nicht gefahren, aber ja, ich meine, guckt euch die Maschine an, die ist so schön. So schön. Man sagt in Dithmarschen Schier. Schier, genau, sie ist schön Schier. Da fahren wir jetzt nicht durch den Schlamm. Ja, jetzt sind Volker und ich die Husqvarna Norden 901 hier ordentlich durch die Gegend gefahren und wollen euch mal unsere Eindrücke schildern. Volker, fängst du vielleicht mal an? Wie findest du die Maschine so generell? Klasse. Klasse, ne? Nee, sag mal. Nee, ich finde, die fährt sich richtig gut. Ja. Also,
Die macht richtig Spaß. Ja. Ich finde die von der Motorleistung her völlig ausreichend. Also das ist eigentlich, braucht wirklich kein Mensch mehr als das. Also ne? Ausreichend finde ich fast ein bisschen untertrieben. Ja, es ist untertrieben. Also du meintest eben, hast du zu mir gesagt, du findest, sie hat mehr Power als die Africa Twin. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, ja, aber fühlt sich also auf jeden Fall. Das ist ja schon eine Weile her, dass wir die Africa Twin gefahren haben. Aber das ist auch so ein bisschen subjektiv natürlich immer klar. Ja. Aber ich finde, die hat irgendwie noch die so, Dampf. Ist, die, man macht das, die ist so obenrum noch ein bisschen giftiger. Ja. Die hat ab 7 nochmal so richtig so Pong. Genau. Ne? Ja. Und macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ich finde die Bremsen richtig klasse. Ja, richtig gut, ja. Also da hat Brembo echt einen guten Juan. Ja, aber Brembo hat die übernommen zu 100%. Ach so, okay. Ja. Und das, ich meine, gut, die kaufen natürlich auch keinen Schrott ein, ist ja klar. Nee, ja. Und, aber das ist die super, die Bremse ist super. Ja, auch sehr, hinten, ne? Ja. Ist mir auch aufgefallen. Gut, ja. Aber die Regelintervalle sind ein bisschen lang hinten, aber... Ja. Aber also die hat mich richtig begeistert. Ja. Und ja, das ist irgendwie so ein typischer Allrounder heutzutage, die eigentlich alles richtig gut können. Ja, muss man wirklich so sagen. Ja. Ne? Die kann alles eigentlich richtig gut. Und das ist so, man kann manchmal schwer an diesen Maschinen vorbeigehen, wenn man was haben will, was richtig gut ist. Ja. Ja, es gibt und ich finde sie von der Optik her auch geil. Ja, die Optik. Ne? Also ich meine, klar, Optik ist immer Geschmackssache, das sagen wir bei jedem Test. Aber hier, glaube ich, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, die sieht nicht gut aus. Ich finde, sie sieht übrigens hier, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, dieses Steile hier mit dem... Das finde ich geil. Ja, und das erinnert mich so ein bisschen an die alten, gehen wir aus dem Bild, an die alten... KTM Adventures, weißt du, an die 99er. Ja, die waren noch extremer, als ne? Als sie noch nicht dieses insektoide Gesicht hatten genau, vorne. Genau, ne? Genau, das ist überhaupt sowieso sehr wohltuend, finde ich, von der Optik her. Es hebt sich echt angenehm ab. Ja. Dann hat sie auch nicht diese olle, dieses Schnabeldesign. Ja. Richtig also schön. Jungs, das habt ihr richtig geil gemacht. Ja, und das fässt sich auch alles sehr wertig an. Ne? Also man merkt schon hier, dass die aus eigentlich aus dem Hause KTM kommen. Ja, das haben wir schon tausendmal gesagt. Das hören wahrscheinlich die Husqvarna-Leute auch gar nicht so gerne. Aber ist ja so, es sind halt viele Teile von KTM und das ist ja nun wirklich mal kein Nachteil. Ne? Also das ist qualitativ sehr... Das ist gleich wie bei Golf, Skoda, was weiß oder VW, Skoda genau. Und so. Ne? Genau, so ist es. Genau, aber jeder hat so seinen eigenen Touch und ich finde, die haben es echt zum Vorteil verbessert, finde ich. Genau, Kritikpunkte haben wir aber auch gefunden. Wollen wir euch auch nicht verschweigen und zwar... Ja, was ich immer so ein bisschen, was heißt, ist nicht schlimm, aber der Blinker lässt sich, stellt sich nicht automatisch zurück. Und wenn man das mal hatte, dann ist es irgendwie, nicht mehr ja, das ist irgendwie so, ne? Man vergisst es ja doch manchmal so ein bisschen und das ist ein bisschen schade. Windschild, hatten wir schon gesagt, lässt sich nicht verstellen, wobei der Windschutz, finde ich jetzt eigentlich okay. Ja, finde ich auch. Jetzt irgendwie, passt zu meiner Größe, aber ist trotzdem ein bisschen komisch, ne? Normalerweise kann man die ja verstellen. Ja. Die Scheibe ist jetzt auch nicht zu groß. Mhm. Die fehlende Warmblinkanlage müssen wir noch erwähnen. Ganz merkwürdig, ne? Ja. Also ich meine, hier vorne ist ja die, das ist ja vorgesehen da. Eigentlich schon. Haben sie irgendwie vergessen, weiß ich auch nicht warum. Genau. Ja, ansonsten. Gut auch hier die Handprotektoren und die in der Griffweite verstellbaren. Genau, das Serie, beides. Ja, finde ich beides gut. Genau, was mir noch aufgefallen war, man hat hier einen 12-Volt-Anschluss, das ist eigentlich okay, aber... immer noch so Zigarettenanzünder-Ding. Geil. Also wer das rauchen will, während der Fahrt, der tue es. Verstehe ich gar nicht. Also ich meine, klar, es gibt so ein paar Zubehörteile, die so noch so ein Zigarettending brauchen. Aber eigentlich, warum ist da kein USB-Anschluss? Ne? Ja, gut, ich meine, man kauft sich für 10 Euro so einen Adapter und dann hat man den auch. Genau. Trotzdem. Ja, ansonsten wirklich ein super schönes Bike. Wie gesagt, du hast es schon angesprochen, Optik 1A. Wir wissen ja mittlerweile alle, das Wichtigste an einem Motorrad ist, dass man sie schön findet, dass man sie liebt. Genau. Und das geschieht hier ganz schnell. Alter, scheiße, ich hänge im Acker fest. Ja, ja. Aber ich finde, dafür, dass wir so viel gefahren sind, sieht die eigentlich noch ganz gut aus, ne? Ja. Haben wir gut gemacht, ne? Ja, das haben wir sehr gut gemacht, muss ich auch sagen. Okay, alles klar. Ja, das war's. Unsere Meinung zur Husqvarna Norden 901. Kollegengespräch. Markus und ich sind die KTM 890 Adventure jetzt hier schön durch Haseldorf geknattert, ne? In der Tat. Durch den Wald sogar. Bisschen Offroad, habt ihr ja gesehen, Markus. Was ist unsere Meinung zu der Maschine? Ich lasse dir mal den Vortritt, weil ich glaube, du gehst ja ein bisschen unvoreingenommen daran als ich. Erzähl mal. Vor allen Dingen bin ich wahrscheinlich schneller als du. Ja, KTM ist ja bei Dietmar immer egal. Also mir gefällt die gut. Ja. Obwohl ich sagen muss, ohne das näher begründen zu können, KTM ist jetzt nicht so mein Favorite generell. Ich glaube, das ist einfach ein optisches Ding bei mir. Mhm. Mir gefällt die aber ganz gut. Was ich gut finde... ist, dass der Tank jetzt so weit unten ist und der Schwerpunkt dadurch ein bisschen weiter unten ist. Insgesamt gefällt mir gut, dass das eigentlich ein ausgewachsenes Adventure-Motorrad ist, aber trotzdem, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den wirklichen Dickschiffen so ein bisschen zierlicher daherkommt. Also man hatte nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie so 763 Kilo zwischen den Beinen hat, sondern es fühlt sich irgendwie noch ganz handlich an. Ja. Und das ist eine ganz gelungene Kombination, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist ja auch quasi eine Etage unter den Dickschiffen. Also ja. Und nochmal zu dem Tank, das ist gut, dass du das erwähnst, das hätte ich nämlich gleich wieder vergessen. Ja, KTM Hasser nennen das Ding ja Schweinebauchtank.
Und Leute, die KTM mögen, sagen, ja, geil, tiefer Schwerpunkt. Und irgendwie, das funktioniert auch. Ne? Also das ist ja schon die dritte Maschine. Die 97er hatte das ja auch, die 1290er hat das jetzt auch schon. Und die halt auch. Und ja gut, optisch kann man drüber streiten. Also es sieht natürlich tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus auf den ersten Blick. Aber wenn es dann der Praxis dient, dann finde ich das schon völlig in Ordnung. Ja, es ist schon, also bei der 1290 fand ich es ein bisschen eleganter integriert. Ich weiß gar nicht, warum das hier. Weil die oben, glaube ich, ein bisschen breiter ist. Ne? Also ja, es ist hier tatsächlich so, dass es halt unten nochmal so rausgeht. Ja. Okay. Gut, die ganze Maschine ist halt ein bisschen zierlicher, ein bisschen kleiner. Insofern fällt das hier eher auf. Ne? Ja, ansonsten hast du aber, finde ich, die wesentlichen Punkte schon genannt. Den kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das ist halt ja eher so, was ist denn das für eine Kragenweite? Africa Twin, ich kann ja mal gucken, was haben wir rausgesucht? Tiger 900 zum Beispiel, Africa Twin Multistrada 59 oder auch die V-Strom 1015, ja, die sind halt alle mal locker 20, 30 Kilo leichter, ne? als eine fette GS oder eine fette Multistrada V4S. Und das merkt man ja nun auch dann mal. Ne? Genau. Also es hat beide seine Vorzüge und seine Nachteile, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja, ne? Genau. Also vor allem merkt es natürlich beim Rangieren. Man merkt es auch beim Fahren, es fühlt sich nicht ganz so souverän an. Ne? Es ist ein bisschen, sie ist ein bisschen, nervös. Ja, sie ist ein bisschen nervöser. Also nervöser ist das falsche Wort, das hört sich ja so negativ an, aber sie liegt halt nicht ganz so wie eine GS. So, ne? Genau. Das ist sowas, wo man klar, was weiß ich, wenn ich jetzt nach München runtergurke auf die Autobahn, dann fühle ich mich auf meiner GS sicher wohler. Genau. Aber in anderen Situationen nervt das natürlich auch, wenn du so viel Gewicht hast. Ja. Ne? Aber es ist insgesamt wirklich eine schöne Maschine geworden, muss ich sagen. Zum Motor vielleicht nochmal. Das ist irgendwie auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob du was gesagt hast bei der Probefahrt. Ich habe dazu relativ wenig gesagt. Ich auch, ich glaube gar nichts. Ja, okay, dann können wir das ja jetzt nochmal schnell nachholen. Also es ist ja ein Twin, rein Twin, der jetzt relativ, der ein bisschen mehr Schwungmasse bekommen haben soll gegenüber der 97er. Ich finde ihn aber immer noch weit davon entfernt, träge zu sein. Ich finde, der kommt schnell hoch, ist irgendwie drehwillig. Und was ich vor allem gut finde, ich habe das eben nochmal ausprobiert, ganz bewusst, weil ich mir das gar nicht so klar war, wie das hier ist. Ich bin mal, ich glaube, im vierten runter auf 1.500 Umdrehungen. Ne? Und da haben die alten V2 KTMs haben da ja immer so Kette schlagen und alles fliegt um die Ohren und so. Und das ist hier überhaupt nicht so. Ne? Also der kommt jetzt nicht so jetzt spritzig aus dem Keller. Ne? Das nicht. Das dauert schon. Aber er beschwert sich nicht, der Motor. Weißt du, da sagt er, naja, okay, jetzt will er hier irgendwie von 1.500 im vierten. Na gut, lass ihn mal. Idee, aber lass ihn mal. Genau. Nee, das finde ich aber nicht unwichtig. Weil, das stimmt schon. Weil man hat oft solche Situationen, dass du mal nicht schalten willst. Dann fährst du in der Stadt und willst nicht alle Nase lang schalten. Das ist irgendwie einfach cool, wenn man dann auch mal. Guck mal, dann fliegt ein Mäusebus hat. Geil, ne? Könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber echt ein sehr schöner Vogel. Ja, auch das hier, schöner Vogel. Also über Geschmack kann man immer streiten. Ich mag sie leiden. Ich hätte sie in Orange genommen, nicht in Schwarz. Du hättest sie in Schwarz genommen, nicht in Orange. Ich finde übrigens auch schön hier, dass wir hier Drahtspeichenfelgen haben. Ja. Das finde ich auch. Ich glaube, das ist gar nicht Serie. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Und was auch nicht Serie ist, ist ja der Quickshifter, der ja hier auch jetzt nicht dran war. Wir können das jetzt nicht beurteilen. Ich gebe aber mal das wieder, was ich in anderen Tests gelesen und gesehen habe. Diejenigen, die 98 Adventure mit Quickshifter gefahren sind, haben gesagt, super guter Quickshifter. Insofern, das solltet ihr vielleicht auch euch überlegen. Wir beide sind jetzt, sagen irgendwie, gut, die 600 Euro kann man sich auch sparen, oder was auch immer das Ding kostet. Aber gibt immer mehr, die sagen, nee, das ist schon ein ganz gutes Feature. Und, ich glaube, wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, dann kann ich mir vorstellen, wenn man das haben. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, also mir fehlt es nicht. Nee, ich weiß gar nicht. Ich finde immer noch dieses Schalten und so, das ist irgendwie, Volker würde sagen, eine sinnliche Erfahrung. Die will ich mir auch nicht nehmen lassen beim Motorradfahren. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Eigentlich, man hat schön viel Platz. Ne? Das ist wirklich eine Reisemaschine. Man kann auch zu zweit mit dem Ding wirklich gut fahren. So, damit sind wir beim Fazit. Welche Maschine ist nun die bessere? Welche solltet ihr nehmen? Ja, ihr habt es ja schon gemerkt während des Videos, das ist wirklich schwierig. Also ich sehe die Norden 901 ein bisschen vorne, weil sie einfach ausstattungsbereinigt das bessere Paket liefert. Sie kostet neu 14.649 Euro. Die KTM 890 Adventure kostet 13.849, ist ein Tucken günstiger, hat aber natürlich zumindest in Serie auch weniger zu bieten, das muss man ganz klar sagen. Es gibt zum Beispiel bei der KTM ja keinen Quickshifter in Serie, auch keinen Tempomaten, also da ist die Norden 901 im Grunde genommen eigentlich das günstigere Bike, wobei, gut, bei den Preisen von günstig zu sprechen, verbietet sich eigentlich trotzdem.
Schöne Maschinen. Ich will noch mal die zwei, drei Punkte nennen, die vielleicht in dem Video noch nicht dran waren. Zum Beispiel auch die Reifen, die Husqvarna Norden 901 hat hier die Pirelli Scorpion Trail STR drauf. Die KTM hat von Avon die Trail Rider. Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen, welcher Reifen da der bessere ist. Die Husqvarna, also diese Pirelli Scorpion, das ist halt so ein bisschen mehr Richtung Gelände ausgerichtet. Ja, Pro bei der Husqvarna vielleicht noch die Sitzbank, die fand ich komfortabler. Sie ist ein bisschen breiter, auch für den Beifahrer. Die Sitzbank der KTM ist ganz schön straff, aber gut, da gibt es auch Leute, die sagen, ja, muss doch so sein. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Sitzhöhe ist ja bei beiden Maschinen verstellbar, insofern die Sitzbank verstellbar, insofern ist das sicherlich da nicht unbedingt ein Vorteil bei der Husqvarna. Den Lenker könnt ihr auch bei beiden Maschinen einstellen, ich glaube sechsfach, das ist auch in Ordnung. Ja, kleiner Pluspunkt noch bei der Husqvarna, die Gabel vorne ist voll einstellbar, also in Zugstufe und Druckstufe und auch in der Federbasis die Gabel von der KTM, sind ja beides WP-Fahrwerke und auch WP-Upside-Down-Gabeln. Die KTM-Gabel ist nicht einstellbar. Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, müsst ihr entscheiden. Naja, gut, Einstellbarkeit ist ja eigentlich ein Vorteil. Also auch hier die Husqvarna leicht vorne. Und ja, was mir auch noch aufgefallen war, die Husqvarna hat keine automatische Blinkerrückstellung. Das kann man bei der KTM, glaube ich, dazu buchen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Serie dabei ist. Müsst ihr mal bitte nochmal nachschauen. Und die Husqvarna hat auch keinen Warnblinker. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Und die Windschilde, ja, das Windschild ist bei der Husqvarna nicht einstellbar. Bei der KTM kann man das Windschild einstellen, allerdings nur mit Werkzeug in zwei Stufen. Und das Windschild ist auch ein bisschen größer, wobei bei der KTM, bei dem Windschild, zumindest in der Einstellung, in der wir sie gefahren sind, gab es ein paar Turbulenzen am Helm. Das war ein bisschen besser bei der Husqvarna. Aber gut, letztendlich kann man das Windschild der KTM halt auch, wie gesagt, verstellen. Insofern ist das wahrscheinlich dann auch kein Problem mehr. Ja, das soll es mal gewesen sein zu diesen beiden schönen Reiseenduros der gehobenen Mittelklasse. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was erfahren. Ist ein bisschen schwierig. Vielleicht ist es auch einfach Geschmackssache. Letztendlich könnt ihr auch euch die Maschinen einfach mal angucken und entscheiden, welche Maschine euch besser gefällt und es davon abhängig machen. Auf jeden Fall schöne Reiseenduros. Und das soll es gewesen sein mit diesem Vergleich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Vielleicht wollt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Tut das gerne. Und damit grüßen wir euch aus dem hohen Norden, wünschen euch noch einen schönen Tag und sagen Tschüssinger. Bis bald.